Ich bin Philipp vom Hochschulforum Digitalisierung und ich freue mich jetzt auch schon, unseren nächsten Programmpunkt ankündigen zu können. Vom Shutdown zum Next Normal Podcast zur Zukunft der Hochschulbildung aus Sicht von Studierenden und gebe direkt ab an die Speaker und Speakerinnen. Viel Spaß! Ja, schönen guten Tag von unserer Seite. Wir stellen uns alle gemeinsam vor. Laura, sag doch mal was. Ja, mein Name ist Laura Eickbrecht. Ich freue mich, heute hier zu sein und sowieso die ganze Zeit beim Festival. Ich mache beim Podcast die Moderation und die Produktion bei beiden, die wir heute vorstellen, und freue mich auf den gemeinsamen Austausch. Und Patricia ist auch noch dabei, Patricia Bonodo. Genau, ich bin Patricia Bonodo, ich bin auch Teil des Podcast-Teams. Ich bin bei dem EU-Podcast Next Normal in der Moderation dabei und freue mich auch auf den Austausch heute. Wir haben euch heute den Podcast Next Normal mitgebracht und freuen uns sehr, das hier einmal präsentieren zu können. Next Normal ist ein internationaler EU-Podcast. Wir werden da gleich noch viel zu sagen. Aber vielleicht, Laura, kann ich dich erst einmal kurz bitten, unsere Agenda vorzustellen. Genau, was wir uns heute gedacht haben, ist, wir haben uns gerade eben schon mal vorgestellt, gleich noch mal ein paar Worte zu unserer Arbeitsgruppe. Dann werden wir kurz darauf zu sprechen kommen, weshalb es die Podcasts überhaupt gibt, wie wir darauf gekommen sind, dass das genau jetzt richtig ist, Podcasts zu machen, inwiefern es auch ein Forschungsprojekt für uns ist und nicht nur ein Podcast-Projekt, um dann ein paar Ergebnisse unserer Forschung und Auswertungen vorzustellen und dann mit Ihnen in die Diskussion zu kommen, was da noch drin ist in Sachen Podcast. Super, vielen Dank. Die Arbeitsgruppe, wo wir arbeiten zusammen, heißt Next Education und wir beschäftigen uns mit digitaler Transformation von Bildungsprozessen und Bildungsinstitutionen schon eine ganze Zeit lang von verschiedenen Perspektiven. Ich selber bin Professor für lebenslanges Lernen und Bildungsmanagement. Ich habe einen Hintergrund als Vizepräsident, wo ich 6 Jahre lang eine Hochschule mit aufgebaut habe, nämlich die DHBW als Gründungsvizepräsident. Habe da viel Digitalisierung auch eingebracht von so einer Leitungs-Governance-Ebene, bin jetzt wieder glücklicher Professor und forsche seit 2, 3 Jahren wieder verstärkt an dem Thema international und national und mache das sehr, sehr gerne mit großer Leidenschaft und Passion zusammen mit der Laura Eickbrecht und Patricia Bonodo, die alle beide ganz spezifische Qualifikationen und Kompetenzen vor allen Dingen auch für diesen Podcast mit einbringen. Und ich würde euch bitten, vielleicht euch selber mal vorzustellen, was euer Hintergrund eigentlich ist. Gut, ich fange kurz an. Genau, mein Hintergrund ist, dass ich tatsächlich sowas wie Medienpädagogik studiert habe, Kinder- und Jugendmedien. Und eigentlich, seit ich in der Hochschule bin, immer auch mal ein bisschen fürs Radio gearbeitet habe und mich in den letzten Jahren mit verschiedenen Zielgruppen in Sachen Bildung beschäftigt habe. Jugendliche, Menschen mit Fluchthintergrund und so weiter. Und das Thema Partizipation ist mir dabei auch ganz wichtig und deshalb passt das auch sehr gut mit dem Podcast. Genau. Ja, ich habe die letzten Jahre journalistisch viel gearbeitet, bin mit Texten sehr vertraut, habe mich auch mit dem Thema Partizipation auseinandergesetzt und Partizipationsformen ausgetestet, um in etablierte Medien Platz zu finden. Genau. Und jetzt bin ich bei den Podcasts mit dabei. Vielen herzlichen Dank. Das Team ist natürlich noch größer und alle im Team bringen sich eigentlich ein hier bei diesen Podcast-Projekten, wie auch bei vielen anderen Projekten, die wir machen, aber von denen erzählen wir heute nichts. Wir wollen euch von dem Podcast-Projekt erzählen. Ich versuche mal, die nächste Folie zu laden. Ich hoffe, das funktioniert hier. Ich sehe sie noch nicht. Aber sie kommt bestimmt gleich auf den Schirm. Auf jeden Fall hat der Podcast auch zu tun mit unserer Shutdown- und Corona-Situation. Das kann ich schon mal sagen. Wir mussten mit unserer Hochschule, die DHBW ist die größte Hochschule im Süden Deutschlands, mit 35.000 Studierenden. Wir haben vor 6 Jahren die Uni Heidelberg gerade überholt und sind dann die größte Hochschule dort geworden. Und wir mussten tatsächlich von Mittwoch auf Donnerstag, wie auch alle anderen Hochschulen, online gehen. Und das hat natürlich riesige Herausforderungen mit sich gebracht. Und
Ich sozusagen und in unserer Arbeitsgruppe, wir sind sehr, sehr viel auch so vom Governance-Level der Hochschule mit diesem Thema befasst. Also wir haben dann alle unsere Education Support Center zusammengetrommelt und haben alle 2 Tage eine Videokonferenz gemacht, was für Unterstützungsbedarfe es gibt und so weiter und so weiter. Wir haben Räume aufgebaut, Services für unsere Professorinnen und Professoren, Online-Cafés eingerichtet und hochschuldidaktische Schulungen und so weiter. Aber irgendwann haben wir uns zusammengesetzt und gesagt, wie geht's eigentlich den Studierenden dabei? Und was können wir tun, um das herauszufinden? Was können wir tun, um denen eine Stimme zu geben? Denn wir glauben eigentlich an digitale Hochschulbildung. Wir glauben, dass das ein gutes Format ist, dass das nicht ein Defizit ist, sondern tatsächlich eine Bereicherung darstellen kann. Aber wir glauben auch, dass weder die Professorinnen und Professoren noch die Studierenden richtig darauf vorbereitet sind. Und wir haben uns vorgestellt, dass wir gerne daran arbeiten wollen, in Beteiligung, im Miteinander die Bedürfnisse auszutauschen, laut werden zu lassen, um am Ende gute Formate für die Hochschullehre hinzubekommen, die beiden gerecht werden. So. Darum ging es und dann war die Idee des Podcasts geboren. Wir haben zunächst natürlich eine deutsche Version davon gemacht. Die heißt studium-im-shutdown.de, also das ist die Website dazu. Da haben wir dann Studierende geinterviewt. Bundesweit haben wir einen Aufruf gemacht. Das hat direkt stattgefunden im April noch, also sehr, sehr schnell nach Shutdown am 16. März. Wir haben ein relativ hohes Medienecho dabei gehabt. Das hat uns erstaunt. Deutschlandfunk und regionale Medien und Zeitungen, auch ARD, kamen sozusagen dann dazu. Genau, das sieht man hier auch auf den Folien. Vielen Dank. Und haben gefragt, was macht ihr denn da eigentlich? Und was heißt es denn jetzt eigentlich? Was sind so die Hauptbotschaften eigentlich? Und da plötzlich war auf einmal die Idee entwickelt von einem reinen Podcast. Wir wollen einer bestimmten Gruppe eine Stimme geben, hin auch dazu zu kommen, Erkenntnisse daraus zu ziehen. Ja? Und das war sehr, sehr spannend, denn wir haben dann angefangen, tatsächlich die unterschiedlichen Podcasts einmal inhaltsanalytisch auch zu analysieren. Und die Ergebnisse wollen wir euch heute hier vorstellen. Wir schreiben mittlerweile auch verstärkt zu diesem Thema. Patricia hat das Thema Partizipation schon angesprochen. Das ist ja sozusagen auf Mikroebene unseres Tuns im Hochschulbereich, also auf der Ebene des Lehrens, des Seminarraums, ein didaktisches Prinzip, was schon auch sozusagen eingeübt ist. Auf Ebene der Hochschulgovernance ist es auch ein Repräsentationsprinzip. Studierende sind immer überall dabei. Aber wir haben das Gefühl, da kann noch mehr gehen. Ja? Wir denken, Corona und der Shutdown und die Erfahrungen, die wir online gemacht haben, ist auch ein Aufruf dazu, Hochschule einmal neu in neuer Partnerschaft eigentlich zu denken zwischen den wissenschaftlichen, auch dem Verwaltungspersonal, den IT-Services, den Studierenden, insgesamt eigentlich das gesamte Hochschulgeschehen noch einmal zu überdenken und Wege zu schaffen, wie in größerer Partizipation sich Studierende auch einbringen können. Das hat zu tun mit mehr Möglichkeiten für Studierende, das hat aber auch zu tun mit größerer Verantwortung für Studierende. Und das beides wollen wir thematisieren. Wir haben uns deshalb auf die Fahnen geschrieben, zukünftig immer weiter sozusagen diesen Podcast, diese Online-Datensammlung, könnte man sagen, qualitativer Daten, eben auch als einen Forschungsprozess zu sehen und haben angefangen, Auswertungen vorzunehmen, wie ich eben schon erwähnt habe, und auch in die Podcasts das natürlich einzubringen. Hinter den Podcasts, die man hören kann, stecken immer ungefähr 3 bis 4-mal so lange Gespräche letztendlich. Also das sind ja dann am Ende Schnittfolgen von unterschiedlichen Episoden dieser Gespräche. Und ich hatte jetzt schon von dem deutschen Podcast erzählt, der hat 15 Episoden. Und wir haben dann auch angefangen, für Lehrveranstaltungen mit Podcasts verstärkt zu operieren. Auch um übrigens Feedback von Studierenden für Lehrveranstaltungen einzuholen. Also wie haben sie die Lehrveranstaltung empfunden? Was war hilfreich? Was war förderlich? Was war hinderlich?
Und wir haben jetzt einen europäischen Podcast gestartet. Das ist der Podcast Next Normal, weil wir gesagt haben, wir wollen gerne sozusagen nach so einer initialen Phase, in der es darum ging, wie geht's den Studierenden, how are they coping, ja, in eine andere Phase zu kommen, in der es vor allen Dingen darum geht, was von den Erfahrungen sollen wir in die Zukunft transportieren. Unsere Ambition ist hoch. Wir wollen mit einer Gruppe von Studierenden aus jedem europäischen Land bis Ende dieses Jahres, vielleicht ein bisschen länger, einen Podcast veröffentlichen, sodass wir auf der Karte, die ihr hier auch noch mal sehen könnt, wenn ich euch das noch mal gerade zeigen kann, hier sozusagen nach und nach alle 1, 2, 3 Wochen einen neuen Pin finden werdet mit einer mittlerweile 20, 25 Minuten langen Podcast-Folge mit europäischen Studierenden, in der es darum geht, diese Fragen zu besprechen. So viel von mir. Ich übergebe jetzt weiter an die Kollegin und freue mich auf den weiteren Verlauf zu hören. Ja, gut, dann kommen wir, wie Herr Ehlers gerade schon berichtet hat, ist das auch ein Forschungsprojekt, das man qualitativ analysieren kann, die Rohmaterialien der Interviews. Und für uns hat sich dadurch eine Art Themenraster für die digitale Hochschullehre ergeben mit diversen Schwerpunktthemen, auf die wir jetzt ganz kurz zu sprechen kommen mit ein paar Beispielen, mit Zitaten, die wir aus dem Podcast mitnehmen konnten. Erstes Thema wäre da Studienorte. Schon zuvor haben viele der interviewten Studierenden auch zu Hause studiert und zu Hause gelernt. Manche aber waren totale Bibliothekslerner und haben ihre ganze Lernzeit in der Bibliothek gemacht. Das stellt natürlich vor Herausforderungen. Die meisten haben gesagt, dass sie sich jetzt einen spezifischen Ort suchen, um zu lernen zu Hause, um das vom Rest des Alltags zu trennen. Und wir haben auch gehört, dass zum Beispiel eine Studierende sich durch das ganze Haus bewegt, um ein bisschen die Bewegung auf dem Campus zu simulieren. Und es kann auch eine besondere Belastung sein, dadurch, dass man zu Beginn des Shutdowns sich lokal relativ limitiert war, wie zum Beispiel die Lena berichtet hat in Folge 13, dass das für sie eine der größten Belastungen war, dass sie ihren Arbeitsplatz zu Hause hat und eben nicht auf dem Campus, weil sie sonst sehr genießt, dass sie unterwegs sein kann und mit anderen Leuten in Kontakt kommt. Ein weiteres Thema, das lädt gerade noch, aber ich werde einfach schon mal weitermachen, ist die Dimensionen der Änderung, die der Lockdown, der Shutdown für das Studium hervorgerufen hat. Da gibt es natürlich sehr, sehr, sehr viele Punkte, die man darunter ordnen können. Drei haben sich besonders herauskristallisiert. Der eine Aspekt ist der psychosoziale Aspekt, dass eben einfach die sozialen Kontakte fehlen, auch zu Beginn eines Semesters neue Kontakte schließen, auch spontaner Austausch, Interaktion. Und ein weiterer Aspekt ist, dass der Workload für viele Studierende anscheinend enorm gestiegen ist. Das haben wir sehr oft gehört, zum Beispiel durch neue Formen von Prüfungen in Form von Portfolios anstatt von Klausuren. Und ein positiver Punkt, der mehrmals genannt wurde, gerade in unserem Next Normal Podcast, wo wir auch mit Studierenden sprechen, die offiziell in Studierendenvertretungen sind, die haben gesagt, dass das Thema Studierendenvertretung enorm an Sichtbarkeit gewonnen hat, dass Studierende jetzt erst verstehen zum Teil, wofür die überhaupt da sind und warum es sich lohnt, da mitzumachen, um gemeinsam noch stärker an die Partizipation zu gehen. Das nächste Thema sind die Einflussfaktoren, die positiv oder negativ sich auf das Studium auswirken können. Und da gibt es natürlich auch sehr viele. Da werden digitale Kompetenzen genannt. Wenn sie vorhanden sind, ist das natürlich positiv. Wenn sie fehlen, kann das auch denen die Partizipation unmöglich machen. Positiv genannt wurde die Flexibilität durch die neuen digitalen Angebote, aber Diskussionen, Austausch wurden eben erschwert. Und es gibt natürlich auch die Punkte Hardware und auch Netzwerk und Anbindung, die es zum Teil auch ermöglichen oder eben nicht ermöglichen, an der Lehre überhaupt teilnehmen zu können. Wie zum Beispiel Irina es in unserer ersten Folge unseres Next Normal Podcasts genannt haben, dass dass one of the main issues regarding the participation to the teaching and learning process was the lack of access. Also, dass manche Studierende einfach nicht an der digitalen Lehre teilnehmen konnten, weil die Internetverbindung nicht vorhanden war oder eben natürlich auch die Hardware. Ein weiteres Thema sind die Lehrformate. Ich denke, wir haben alle schon von verschiedenen Formaten gehört, die in diesem Sommersemester umgesetzt wurden. Da wurden natürlich auch verschiedene genannt. Interessant ist hier natürlich zu hören, welche dann gut ankommen und bei welchen sich Studierende auch gut vertreten fühlen.
am Anfang unseres Studium im Shutdown-Podcast haben wir noch sehr überschwängliche Reaktionen gehört. Toll, es funktioniert, diese digitale Lehre. Da war eine Überraschung zu hören von vielen Studierenden. Und nach hat man gemerkt, dass die Studierenden da auch anspruchsvoller werden und mehr Ansprüche stellen an eine gute Lehre, mehr Interaktivität fordern und vor allem auch fordern, dass ihr Feedback in dieser Hinsicht aufgenommen wird. Und was wir auch gelernt haben, ist, dass eine gewisse Struktur und Zuverlässigkeit total wichtig ist, um eine Woche zu strukturieren. Und dass auch von den Lehrenden erwartet wird, dass Materialien zum Beispiel zuverlässig und zum richtigen Zeitpunkt zur Verfügung gestellt wird. Und was wir auch gelernt haben, ist je nach Lehrformat, wenn es sehr wenig Interaktion gibt, dass es möglich sein kann, dass man dadurch keine Sinnhaftigkeit mehr im Studium findet, wenn der Austausch fehlt, wenn die Interaktion fehlt. Und eigentlich haben wir noch ein sehr schönes Zitat, was wir leider gerade, glaube ich, nicht sehen können, von Kerion, der ein belgischer Student, der gesagt hat, dass er das Gefühl hatte, dass die Professoren, Dozierenden gar nicht mehr ansprechbar sind, dass sie den Reflex haben, zu sagen, macht mal, und keine Interaktion vorhanden war und für ihn in der Auffassung eigentlich auch gar keine richtige Lehre. Ein weiteres Thema war die Reaktion der Hochschulen, da nur ganz kurz, da wurde es sehr geschätzt, wenn die Hochschulen mit Transparenz reagieren und gut kommunizieren. Das ist also, dass Studierende nicht als letztes erfahren, was die nächsten Schritte sind in der Online-Lehre. Ein sehr wichtiges Thema sind die Selbststudienstrategien. Wir haben hier zum Beispiel ein Zitat von Franziska, die sich einen Wochenplan macht, um sich so ihre Woche zu strukturieren und auch sagt, diese Flexibilität kann eben auch zum Verhängnis werden, wenn man es nicht schafft, aktiv seinen Tag zu strukturieren. Dementsprechend sind Selbstorganisationsfähigkeiten, Lernfähigkeiten gefragt und viele äußern auch, dass es gut ist, dass sie schon vorher studiert haben und das dabei lernen könnten, weil man ja genau das im Studium lernt oder lernen sollte. Und da wurde auch immer eine Besorgnis geäußert, dass die Erstsemester das vielleicht noch gar nicht so gut können. Genannt wurde auch, dass es sehr wichtig ist, seinen Tag bewusst zu strukturieren, Ausgleich zu schaffen durch Freizeit. Und viele haben auch Neues über sich selbst gelernt. Das Thema Digital Social Presence ist eins der brisantesten und brennendsten eigentlich. Wie hier Jens sagt aus Belgien von unserem Next Normal Podcast, we are connected every second of the day. But still we are lacking in this crisis the corridors to meet each other. And we are really lacking the small talk. Und das ist eins der Themen, was immer wieder aufkommt und weshalb Studierende sich auch zurücksehen nach der Hochschule und wo noch nicht viele wirklich Lösungen sehen, wie das in den virtuellen Raum übertragen werden kann. Also deshalb das Thema Digital Social Presence ein ganz brisantes und da schwingt auch immer die Angst vor Isolation mit. Und nicht zuletzt, ein sehr wichtiges Thema ist natürlich, was wünschen wir uns für die Zukunft? Und es kann kurzfristig sein, dass die Hochschulen besser kommunizieren. Aber eigentlich hören wir bei allen raus, dass nicht alles zurück zum Alten gehen kann. Sie wünschen sich Offenheit, auch Bewährtes, was sich jetzt in dem letzten Semester als positiv gezeigt hat, weiter zu verwenden, um zum Beispiel mehr Flexibilität zu ermöglichen. Und wie es Jorin hier beschreibt, den wir in Folge 5 von unserem Podcast Studium im Shutdown interviewt haben, der sagt, Hochschulen haben jetzt gezeigt, dass sie anders können, dass sie sich schnell ändern können, dass sie Wandel und Veränderung hinbekommen können. Jetzt gibt es eigentlich keine Ausrede mehr, dass sie das nicht bei anderen Themen hinbekommen sollten, wie Nachhaltigkeit und Interdisziplinarität. Und diesen Diskurs, er freut sich darauf. Und diese Erwartungen bestehen eben. Also, dass man offener ist weiterhin für den Wandel und dass man Studierende auch mit einbezieht. Und dass man auch guckt, was war denn gut in diesem Semester, was war nicht so gut und auch die Sicht von Studierenden einbezieht. Und nicht zuletzt wurde auch oft genannt, bitte achtet auch darauf, dass es verschiedene Fälle gibt, verschiedene Situationen individuell und nicht alle gerade gleich gut an dieser Lehre teilnehmen können. Es funktioniert nicht für alle. Bitte bedenkt dies. Und in unseren EU-Folgen haben wir auch öfter mal gehört von Fällen, wo Studien eben auch abgebrochen werden mussten. Nicht nur aus finanziellen Aspekten, das auch, aber auch aus vielen anderen Gründen. Das war nur ein kleiner, sehr kleiner Einblick. Ich fasse noch mal ganz kurz zusammen. Wir haben vor allem eigentlich gesehen, dass Studierende das können, Studium im Shutdown, und zwar aufgrund ihrer Selbstorganisations- und Selbstlernkompetenzen, die sie auch jetzt erst zum Teil reflektiert haben, wie wichtig die sind. Das Thema Digital Social Presence bleibt eines der brennendsten, das Top-Thema und eine der großen Herausforderungen für Lehrende und auch für Institutionen. Es gibt einen Wunsch nach reichhaltigen Lernszenarien, die eben darüber hinausgehen, eine normale Vorlesung zu machen, mehr Interaktion
asynchron und synchron verknüpfen, online, offline. Und niemand wünscht sich eigentlich, dass alles genauso wird wie früher. Und dementsprechend ist für das Next Normal, dass eben auch Studierende wirklich mit einbezogen werden in die Bewertung dessen, was jetzt gerade war, was noch besser werden kann und was wir wirklich mitnehmen können. Genau, und dann kommen wir zum Ausblick und der Frage, wie geht's eigentlich für uns weiter? Und zunächst einmal gilt es für uns das, was als Grassroot-Initiative sozusagen aus der Not heraus entstanden ist, zu verstetigen. Und das ist uns gelungen, sogar durch ein EU-finanziertes Projekt. In dem Erasmus-Plus-Projekt Inclusive bringen wir unsere bisherigen Erkenntnisse mit ein und können weiter forschen danach, auf welcher Ebene Partizipation gelingt und wie das verstärkt und auch erweitert werden kann. Natürlich wird es auch weitere Folgen geben von unserem EU-Podcast Next Normal im Abstand von ungefähr 2 bis 3 Wochen. Und für Studium im Shutdown wird es spezielle Anlass- oder themenbezogene Folgen geben, wie zum Beispiel, wie funktioniert eigentlich der Semesterstart oder eine Folge zu digitaler Mobilität. Und natürlich werden wir auch weiter daran arbeiten, unsere Folgen kontinuierlich weiter auszuwerten. Und genau, wie wir den Impact dieser Erkenntnisse, aber auch die Partizipationsmöglichkeiten im Rahmen unseres Podcasts erweitern und ergänzen können, das möchten wir heute gerne gemeinsam diskutieren. Und ich würde mich aber, bevor wir jetzt zum gemeinsamen Reflektieren einladen, erkundigen wollen, ob es bis hierhin Rückfragen gibt, weil ich sehe, es gibt in der Q&A-Box und im Chat, glaube ich, ein paar Fragen, auf die sollten wir vielleicht vorher eingehen. Ja, Laura, da gleich eine Frage an dich. Eine Frage kam von der Anja Lorenz. Wie wurden die Studierenden akquiriert? Sie schreibt, natürlich finden sich leichter Studierende dafür, die gerade nicht hoffnungslos überladen sind oder verzweifelt oder kein offenes Order haben, weil sie Geldsorgen haben. So. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt und das müssen wir natürlich sehen, dass unser Podcast sehr selektiv ist. Also wir können da auf keinen Fall davon sprechen, dass der in irgendeiner Weise repräsentativ ist. Wir haben am Anfang haben wir tatsächlich erstmal in unserem Umfeld rumgefragt, dann wurden wir kontaktiert von verschiedenen Studierenden. Aber das sind natürlich tendenziell Studierende, die erstmal bereit sind, auch so ein öffentliches Medium zu nehmen. Das sind tendenziell auch die Studierenden, die besser mit der Situation klarkommen als andere. Und genau, es sind natürlich Leute, die sich wohlfühlen in diesem Medium und eben auch gerade vielleicht auch das Bedürfnis haben, sich dazu auszudrücken. Ja, dementsprechend eine selektive Auswahl. Beim Podcast Next Normal ist es ein bisschen anders. Da haben wir die European Student Association, Students Union, haben wir als Partner gewinnen können. Die vermitteln uns Kontakte in die verschiedenen EU-Mitgliedstaaten und dort sind die meisten Studierenden, mit denen wir sprechen, tatsächlich in Studierendenvertretung organisiert. Haben damit natürlich auch einen anderen Blickwinkel als Studierende selbst, aber auch ein bisschen aus der Organisationsebene. Genau, gibt es denn noch weitere Fragen? Ich schalte mich mal aus dem Off. Super. Von Ursula Heiner, die selbst wir im Hochschulforum Digitalisierung ganz klar mit Nein beantworten würden, aber eure Meinung ist natürlich hier gefragt und sehr spannend. Glauben Sie, dass die Präsenzlehre vollständig durch die digitale Lehre ersetzt werden kann oder werden sollte? Also, wenn das jetzt so eine ganz persönliche Frage sein soll, ich glaube, dass es bestimmte Aspekte gibt, die wir natürlich in Präsenz anders leisten können. Aber es gibt sehr viele Potenziale, die uns digitale Lehre bietet. Und ich glaube, wenn wir auf die blicken, lohnt es sich, da ruhig weiter noch dran festzuhalten und nicht eben einfach nur zurück zum alten Normal zu gehen, von dem wir ja auch wissen, dass es nicht immer hundertprozentig funktioniert. Finde ich, kann ich mich total anschließen. Danke. Also bei mir ist es auch so, ich bin ein totaler Online-
Teaching Learning Activist. So. Und mir macht das super Spaß, Online-Lehre zu machen. Gerade mit meinem Team, meiner Arbeitsgruppe. Wir machen da wirklich auch richtig tolle Sachen. Wir haben irgendwann später, glaube ich, heute auch noch einen Vortrag zu einem richtig avantgardistischen Design, was wir ausprobiert haben, so ein Lehrdesign. Also mir macht das wirklich viel Spaß. Aber ich glaube das nicht, dass wir das alles ersetzen werden. Ich glaube auch nicht, dass das Sinn macht. Warum sollten wir das auch tun? Es gibt sicher keine natürlichen Grenzen dabei. Da bin ich schon überzeugt. Es gibt keine natürlichen Grenzen, Online-Lehre zu machen. So. Also ich glaube, man kann es sehr reichhaltig tun. Ich habe jetzt letztens von Tony Bates aus Kanada, auch so ein internationaler E-Learning-Aktivist, lohnt sich, seinen Blog zu lesen, Tony Bates aus Vancouver, eine Einschätzung dazu gesehen und er schätzt das eigentlich so ein, dass er sagt, die normalen Präsenzhochschulen werden sozusagen zurückgehen in die Präsenzlehre, aber dieser digitale Anteil, meistens als Blended Learning, Inverted Classroom Format, wird sicher auf 30-35% der Veranstaltungen hoch ansteigen. Was für die Hochschulen, die ich in Deutschland kenne, die Präsenzhochschulen, eine enorme Latte ist, die es erstmal zu nehmen gilt. Ja? So, da müssen wir erstmal hinkommen. Bei 30-35% aller Veranstaltungen in einer Universität, einer Hochschule sind wir noch lange nicht. Und wenn wir nochmal den Aspekt reinnehmen, was wünschen sich dann die Studierenden für ihr Studium, müssen wir nochmal dran denken. Studium besteht eben nicht nur aus Seminaren und Vorlesungen, sondern aus allem, was dazwischen dazugehört. Das heißt, zusammen in die Mensa gehen, zusammen lernen und so weiter. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, der eigentlich ganz klar sagt, dass es nur online eigentlich auch nicht die Zukunft ist. Und das ist ja auch eine schöne Erfahrung, die ihr wahrscheinlich in euren Podcasts machen konntet, eben diese Studierendenperspektive. Auf jeden Fall. Und auch als Lehrende würde ich mich auch freuen, mal wieder Studierende in echt zu sehen. Gibt es sonst noch Fragen? Ich sehe gerade in den Kommentaren, gibt es auf jeden Fall große Zustimmung zu dem, was ihr gesagt habt. Und das, klar, das würde ich absolut so unterschreiben. Es kommt immer auf den Mix an. Falls es sonst keine Fragen gibt, könnt ihr die letzten 2 Minuten gerne gestalten, wie ihr möchtet, oder auch vorzeitig rausgehen. Genau, also da ist noch, okay, Ulf. Ja, Entschuldigung, ich wollte nur ganz kurz sagen, ein Punkt, den ich noch ganz, ganz wichtig finde, ist die Erfahrung, die wir jetzt gemacht haben. Wir haben sehr, sehr viel Online-Lehre gemacht, ist, dass wir uns gerade die Frage stellen, wie könnte eigentlich so eine initiale Verhandlungsphase aussehen? Ja, so eine Phase, in der Studierende und Lehrende zusammen bestimmen, wie soll dieses Online-Format verlaufen? Ja, wie rezeptiv, wie interaktiv, wie persönlich, wie viel Kamera, wie viel Ton und so weiter, wie viel synchron, wie viel asynchron? Diese Art von Flexibilität, das auch konfigurieren zu können, das ist eine echte Herausforderung für beide, für Studierende und für Lehrende. Und wir experimentieren gerade oder wollen das vor allen Dingen zu machen, jetzt auch im Wintersemester, im nächsten Sommersemester, mit genau diesem Thema. Ich weiß nicht, ob man da ein Student Council bilden kann, was mit den Lehrenden regelmäßig sich über das, den jeweiligen Stand der Dinge austauscht oder so. Aber da ist sicher ganz, ganz viel sozusagen Potenzial drin, was auch wieder das Thema Partizipation betrifft. Patricia, ich gebe an dich zurück für die Schlussworte, oder? Ja, also da wir jetzt nur noch 1 Minute haben, finde ich, sollten wir dieses pünktlich fertig sein mal ausnutzen. Aber wir wollten ja eigentlich, hat uns wirklich auch interessiert, heute ein bisschen was mitzunehmen aus der Diskussion. Also auch tatsächlich einfach zu erfahren, welche Potenziale sehen Sie eigentlich dafür, wie wir unseren Podcast hinsichtlich der Partizipation noch weiterentwickeln können. Aber auch, ob es Vorschläge gibt, wie wir den Impact auch noch erweitern könnten. Von daher würden wir uns natürlich freuen, wenn es
eine Möglichkeit gäbe oder wenn noch Kommentare oder Rückmeldungen dazu kommen, jetzt entweder noch schnell im Chat oder ansonsten sind wir natürlich auch über die Website zu kontaktieren, die Herr Ehlers und Laura Eickbrecht gerade in den Chat gepostet haben.